Hallo, Pfeifenfreunde auf YouTube. In der kommenden Woche gibt es auf eBay ein paar Pfeifen aus einer Sammlung, die ich mir sehr früh zum Aufarbeiten zugelegt habe und eigentlich jetzt ganz zuletzt dann hergerichtet habe. Da waren einfach ein paar schöne Stücke dabei und die schönen Stücke, die hebe ich mir immer gern bis zuletzt auf. Es kommt hinzu, was mir an Sammlungen immer besonders gefällt, ist, wenn die Pfeifen natürlich nicht viel Arbeit machen und vom Vorbesitzer sehr gut gepflegt waren und gut in Schuss gehalten waren. Was man bei diesen Pfeifen hier sagen kann, er hatte nur einen kleinen Nachteil. Er hat ganz gerne mal ein bisschen kräftiger zugebissen, was man auch an den einen oder anderen Mundstücken sieht. Mit diesen Pfeifen gehen jetzt die letzten Pfeifen aus dieser Sammlung weg. Da war jetzt auch schon die letzten Wochen immer mal was dabei. Die erstgezeigte Holiday London Style, die gehört nicht dazu, die stammt woanders her. Ist nichts Besonderes, eine facettierte Billard ohne Filter. Aber ansonsten kommen aus dieser Sammlung ein Haufen Petersens jetzt noch mal rein. Und zwei Sventbox und eine Raganella. Und ich denke, meine Empfehlung für diese Woche wäre ohne Filter die Petersen 53 Donegal. Das ist dieses kluftige, kantige, felsige Finish bei Petersen. Fand ich schon immer irgendwie gut. Na gut, die anderen sind Klassiker. Eine Petersen Deluxe ist immer was Schönes. Dann ist auch eine 9 mm Prince-artige dabei, die 403. Aber meine Empfehlung unter den Petersen ist erstmal die 53 Donegal und von den anderen Pfeifen würde ich die 9 mm Svendborg mit B graduiert von Jorgensen, H. Jorgensen. Weiß nicht, was sich hinter dem H verbirgt, aber die hat den kleinen Nachteil, dass sie auf der Unterseite am Mundstück eine kleine Bissdelle befindet. Aber ansonsten eine tolle Top-Pfeife und könnte mir vorstellen, dass die auch ein guter Smoker ist. Das war's schon. Schöne Grüße, Bombardonius.
Thank you.